Herrlichstes Kaiserwetter. Das kann nur sein, dass wir uns hier in Bayern befinden. Neben mir Professor Lutz, der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG. Herr Lutz, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier in Bad Tölz im Tölzer Land. Sie sehen hinter der Kamera die immer noch leicht verschneiten Berge. Wahnsinn, oder? Also tolle Ecke. BayWa, also für alle, die nicht so in der Genossenschaftsfamilie drin sind oder nicht in Bayern wohnen, was ist die BayWa und was macht die BayWa? Wir sind ursprünglich von Genossenschaften 1923 gegründet worden, allerdings als AG und heute ein weltweiter Konzern mit Börsennotierung und auch internationalen Investoren aus der ganzen Welt. Die DNA, wie ich immer sage, der BayWa besteht im Wesentlichen aus drei Dingen: Landwirtschaft, Energie und Baustoffhandel. Aber der Landhandel war mal die Grundbasis sozusagen. Und das widerspricht sich nicht, dass man AG ist, also jetzt nicht EG, die Gesellschaftsform einer Genossenschaft hat, aber die genossenschaftlichen Wurzeln sind immer noch zu spüren. Die sind deswegen zu spüren, weil wir nicht nur dem Shareholder-Value-Ansatz verpflichtet sind, sondern wir sind dem Gedankengut von Friedrich Wilhelm Raiffeisen schon sehr verbunden. Erstens, weil die Gründerväter Genossen waren und zweitens, weil wir uns mehr dem Stakeholder-Value-Ansatz verpflichtet fühlen. Und Dinge wie Selbstverwaltung, Selbsthilfe, Selbstorganisation und Selbstverantwortung, also die Prinzipien des Genossenschaftswesens, das nehmen wir auch sehr ernst. Wie viele Mitarbeiter habt ihr überhaupt? Wir haben momentan im Konsolidierungskreis 18.600 in etwa. Wir sind größter Agrarhändler in Europa. Ich habe gelesen, es gibt auch ein rundes Jubiläum bei der BayWa, oder? Ja, wir haben 20 Jahre BayWa Stiftung. Bin ich wirklich sehr froh, dass wir diese eigene Stiftung in den letzten Jahren hochgefahren haben. Jeder Cent, jeder Euro, der reinkommt, wird 1:1 weitergegeben in soziale Projekte. Wir haben international etliches getan, insbesondere für Kinder, Ausbildung, Kinder, alles was mit Energien und wissenschaftlicher Forschung in unseren Kerngeschäftselementen zu tun hat. Das dürfen wir nach dem Satzungszweck auch machen. Jetzt stehen wir hier mitten im Baustoffhandel. Baustoff, ja, da denke ich so, hier sehe ich Dämmplatten, hier sehe ich Ziegelsteine, vielleicht noch Kies und Zement, aber es gehört, glaube ich, noch viel mehr dazu, oder? Ja, das ist sozusagen der Generalist. Mittlerweile ist es halt so, dass die Spezialitäten und die Spezialisierung immer wichtiger wird. Der Online-Vertrieb wird wichtiger. Also können Sie sich heute Ihre Wohnung oder Ihr Haus online selbst designen anhand einer entsprechenden Software und Beteiligung, die wir haben. Und dann natürlich auch das BayWa Baustoff-Online-Portal, wo man viele Produkte, eigentlich fast die meisten Produkte mittlerweile auch online bestellen kann. Also wenn ich jetzt quasi als, ja, ich habe hier ein schönes Grundstück erworben an der Isar mit schönem Bergblick und ja, will mir jetzt die entsprechenden Baustoffe bei euch holen. Das geht hier, ne? Ja, das geht hier. Sie können hier alles selber, wenn Sie nicht online bestellen wollen, Sie können alles hier in unserer Niederlassung organisieren lassen. Sie bekommen die beste Beratung und natürlich auch die Produkte und das ist eine runde Sache dann, ja. Dann gucken wir uns das doch mal an, oder? Gerne, sehr gerne. Hier am Raumdesigner. Ja, Herr Lutz, das ist wirklich unglaublich, hier dieser Raumdesigner. Das heißt, bei mir ist das Wohnzimmer und das Kinderzimmer in einem fiktiven neuen Haus in Bad Tölz schon ganz okay. Aber dann gehe ich hier aufs Schlafzimmer und sehe hier der Boden. Und dann wird mir das gezeigt. Was ich hier auch gesehen habe, euer Slogan zu Hause. Das ist Emotionalität, um dem Kunden ein Wohlfühlpaket, auch von der BayWa natürlich, zu bieten, dass er da, wo er lebt, sich auch zu Hause fühlt. Und das ist eigentlich ganz simpel. Zu Hause vermittelt Emotion. Und Emotion ist in unserem Geschäft wahnsinnig wichtig. Da gehört natürlich auch so ein Dach dazu, was wir hier sehen, um die Ecke, das richtige Dachfenster. Hier eine Tür. Das Tolle ist ja, dass man hier auch alles ausprobieren kann, ne? Ja, das ist ein Bemusterungszentrum. Zu Hause kann man sich ja zu Hause dann auch nur wirklich gut fühlen, wenn man das mal ausprobiert hat oder zumindest die wichtigsten Dinge sich genau anschauen konnte. Und das wäre hier in diesem Standort ganz wichtig für unsere Kunden, dass sie in diesem Bemusterungszentrum sich die Produkte ansehen und auch so ein bisschen den Sound mitkriegen. Ja, haptisch, genau. Mit dieser Türe zum Beispiel. Man kennt das ja von der Autotüre. Ja, ja, Menschen haben ja schon ihren Porsche weggeschmissen, weil die Tür nicht richtigen Sound hatte. Ne? Im Prinzip Raumdesigner online zusammenstellen, gut und schön, aber natürlich das vor Ort wirklich in die Hand nehmen zu können. Haptik ist wichtig. Die Haptik ist wirklich wichtig und dass man es auch sieht. Denn online, ja, das ist das eine. Aber live ist dann doch, sagen wir mal, etwas Handfesteres.
Anderes Stichwort ist gesundes Bauen. Was kann ich darunter verstehen? Es geht darum, dass möglichst wenig gesundheitsschädliche Emissionen in der Wohnung, im Gebäude, im Haus dann auch sind. Und da helfen wir mit unseren Baustoffen mit, dass die Menschen zu Hause auch gesund leben können. Wir haben auch ein Gütesiegel dafür entwickelt, der dann, wenn alles fertig ist, auch sozusagen die Emissionsreduktion vom TÜV abgenommen wird. Und ich glaube, dass wir hier wirklich sozusagen sehr, sehr fortschrittlich im Verhältnis zu anderen, zum Wettbewerb unterwegs sind. Und das ist auch ein großer Erfolg. Ihr tut alles für sorgenfreies Zuhause und Wohnen. So ist es.